Am Bahnhof in Spich ist Troisdorf erneut ein Stück fahrradfreundlicher geworden. Neben zwei überdachten Abstellanlagen für insgesamt 14 Fahrräder hat die Stadt 40 verschließbare Boxen aufstellen lassen. Hier der technische Beigeordnete Walter Schaaf beim Praxistest. Eine Rinne in den Boxen erleichtert das Abstellen der Räder. Und Daniel Euler, der städtische Mobilitätsmanager, zeigt, wie gut sich die Räder wieder herausziehen lassen. Insgesamt 130.000 Euro hat die Abstellanlage gekostet. Davon kommen rund 117.000 Euro vom Land NRW. Den Rest zahlt die Stadt. Die Boxen kommen gut an bei den Radpendlern. Die Bike-and-Ride-Anlage wird in den kommenden Jahren zu einer Mobilstation ausgebaut.